Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem DIY-Eule YouTube-Kanal. Ich bin Nastja und bei mir gibt es ganz viele Neo-DIY-Anleitungen. Also wenn du neu hier bist, freue ich mich auf jeden Fall, wenn du den Kanal abonnierst und die kleine Glocke drückst. Dann bekommst du nämlich immer eine Benachrichtigung, wenn es hier was Neues gibt. So, und heute ist es endlich soweit. Es gibt die allererste Anleitung aus dem Hashtag DIY-Eule-Buch. Und ich stelle euch heute Hashtag Kinderrucksack Kami vor. Gleich an dieser Stelle zur Anmerkung, jede Tasche aus dem Buch hat ihren eigenen Hashtag. Das heißt, wenn ihr sie nachnäht, nutzt unbedingt den jeweiligen Hashtag, also in diesem Fall Hashtag Kinderrucksack Kami, zusammen mit dem Hashtag DIY-Eule-Buch. Und dann könnt ihr auch die anderen Leute aus der Community oder euch aber auch selbst inspirieren lassen, wenn ihr auf den jeweiligen Hashtag geht. Kinderrucksack Kami ist definitiv eine meiner absoluten Lieblingstaschen aus dem Buch. Und das Ganze ist so entstanden, dass ich ja vor über einem Jahr den Rucksack Isa genäht habe. Und relativ schnell danach wurde der Ruf nach einem Kinderrucksack laut. Und ich wurde wirklich von vielen angesprochen, ob ich nicht mal einen Kinderrucksack machen kann. Und als es dann die Planung für das Buch ging, war klar, dass dieser Kinderrucksack in das Buch muss. Es war auch so, dass ich relativ schnell den Stoff gefunden habe für diesen Rucksack. Und als ich diesen Stoff dann hatte, ich meine, hallo, er ist Mint, er hat Eulen und kleine Sechsecke. Es ist einfach der perfekte Stoff. Und dann hat sich der Rucksack quasi ganz von selbst in meinem Kopf geformt. Ich wusste sofort, dass ich ihn mit dem Regenbogenreißverschluss von Snaply kombinieren möchte. An dieser Stelle noch einmal einen ganz großen Dank an alle meine drei Sponsoren für das Buch. Snaply, Prim und Swarfing. Und natürlich auch einen riesengroßen Dank an den Frech Verlag, der das Buch natürlich überhaupt erst möglich gemacht hat. Ja, der Rucksack hat eine große Innentasche, der mit einem Reißverschluss verschlossen wird. Ihr habt hier zwei Schieber, um das Ganze zu öffnen. Vorne am Rucksack gibt es eine Außentasche, die auch mit einem Reißverschluss verschlossen wird. An der Außentasche gibt es eine kleine Applikation und der Rucksack hat auch noch ein Nametag. Wie bei jeder anderen Tasche gab es natürlich auch hier wieder eine Abstimmung. Und zwar konntet ihr hier auf YouTube abstimmen, ob der Rucksack ein Nametag oder eine Applikation oder beides bekommt, und die Mehrheit war ganz klar für beides. Der Rucksack ist unten nochmal mit Kunstleder abgesetzt und an den Seiten hat er die obligatorischen Rucksack-Seitentaschen für Trinkflaschen und Kleinkram. Die Träger und der Rücken vom Rucksack sind nochmal extra stark abgepolstert, damit er sich schön bequem tragen lässt, und die Träger lassen sich natürlich auch in der Größe verstellen. Da es sich hierbei um einen einfachen, dünnen Baumwollstoff handelt und ich das Ganze ein bisschen robuster haben wollte, habe ich ihn mit einem Wachstuchgel behandelt. Dieses Gel beschichtet den Stoff und verleiht ihm quasi Wachstuchqualität. Das heißt, der Stoff ist wasserabweisend, schmutzabweisend und der Rucksack ist einfach ein bisschen robuster. Perfekt für einen Kinderrucksack. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich euch auch hier in der Anleitung. Alle Links zu den genauen Materialien, die ich jetzt benutzt habe, findet ihr in meinem Blog. Da verlinke ich euch wirklich dann auch die Stoffe und die Taschenzubehöre und das Gel und alles. Und das Schnittmuster für den Rucksack findet ihr natürlich in meinem Buch. Wenn ihr das Video vor dem 14. Januar 2019 schaut, könnt ihr das Buch auf jeden Fall schon mal vorbestellen. Am 14. Januar erscheint es dann und dann könnt ihr es auch überall in der Buchhandlung, wo auch immer, kaufen. Der Rucksack ist übrigens nichts für absolute Anfänger, also er ist schon ein bisschen anspruchsvoller und ihr solltet ein bisschen Näherfahrung mitbringen. Weil immer ganz viele fragen, am Ende ist der Rucksack 31 cm hoch, 22 breit und 10 cm tief. Bin super gespannt, wie ihr ihn findet. Lasst mir mal unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn euch der Rucksack genauso gut gefällt wie mir. So, ich würde sagen, genug gelabert, legen wir direkt los mit der Anleitung. Für den Rucksack braucht ihr einiges an Material und im Blogbeitrag verlinke ich euch die ganzen Materialien auch nochmal extra, deswegen schaut da in der Infobox vorbei. Stellt euch alle Teile entsprechend zu, eine genaue, detaillierte Übersicht und das Schnittmuster findet ihr im Buch. Wenn ihr den Stoff versiegeln möchtet, geht es damit los. Tragt das Wachstuchgel mit dem Pinsel gemäß der Herstellerangaben auf alle Schnittteile aus dem ersten Oberstoff auf, also aus dem aus Baumwolle, und lasst das Ganze gut trocknen. Ihr könnt hier auch zwei oder drei Lagen Gel auftragen. Bügelt jetzt alle Schnittteile aus dem Volumenvlies, außer dem Taschenteil, auf die linke Stoffseite der entsprechenden Teile aus Oberstoff 1 und dem Putterstoff. Wenn ihr die Beschichtung genutzt habt, solltet ihr hier auf Backpapier bügeln. Bügelt die Schnittteile aus der Schabrackeneinlage auf die linke Stoffseite der unteren Laschen aus Oberstoff 1.
Legt jetzt ein Rückenpolster aus der Polstereinlage auf die linke Stoffseite des Taschenteils aus Oberstoff 1 und das andere Rückenpolster aus der Polstereinlage legt ihr dann auf die linke Stoffseite des Taschenteils aus dem Futterstoff. Zeichnet euch zwei Nahtverläufe ein und näht die Polsterung entlang der Markierung auf beiden Stoffen fest. Schneidet jetzt jeweils zwei 10 cm lange Stücken Gurtband zu und fädelt jeweils einen Taschenschieber auf. Faltet die Gurtbandstücke dafür mittig und fixiert sie dann an der Rundung von zwei gegengleichen Schulterriemenzuschnitten. Legt die beiden restlichen Schulterriemenzuschnitte rechts auf rechts darauf und fixiert sie mit Klemmen ringsherum. Näht die Schulterriemen dann nähfüßchenbreit zusammen und lasst dabei die kurze gerade Kante als Wendeöffnung offen. Schneidet die Nahtzugabe mehrfach bis kurz vor die Naht ein und wendet dann die Träger. Formt dabei die Kanten und Ecken gut aus. Schieb jetzt jeweils ein Schulterpolster aus der Polstereinlage in die Schulterriemen. Ihr könnt hierfür einen Kantenformer, eine Pinzette oder auch ein Essstäbchen zur Hilfe nehmen. Wenn das Ganze gut sitzt, könnt ihr die Schulterriemen ringsherum knappkantig feststeppen. Klappt jetzt die langen Kanten der beiden unteren Laschen 1 cm auf links. Faltet die Dreiecke anschließend mittig. Schneidet jetzt zwei 40 cm lange Stücken vom Gurtband zu. Schiebt jeweils ein Gurtbandende zwischen die Stofflagen, sodass es bündig an der unteren Dreieckspitze liegt. Näht die Laschen an der umgefalteten Kante knappkantig zusammen. Steppt in dem Bereich des Gurtbandes, das innerhalb der Lasche liegt, noch einmal ein Viereck ab. Fixiert die beiden Schulterriemen gemäß der Markierung auf der rechten Stoffseite des Taschenteils aus Oberstoff 1. Achtet darauf, dass sie sich von der Form her nach innen winden. Schneidet ein 20 cm langes Stück Gurtband zurecht und fixiert es als Henkel zwischen den Schulterriemen. Fixiert die beiden unteren Laschen links und rechts etwa 1,5 cm von der unteren Schnittkante entfernt auf dem Taschenteil. Dabei liegt die lange offene Schnittkante bündig an der Seitenkante des Taschenteils. Näht jetzt alle Teile knappkantig an. Legt jetzt die vordere Blende aus Oberstoff 2 rechts auf das verkürzte Taschenteil aus Oberstoff 1. Klappt die beiden Stofflagen aufeinander und steppt die Naht noch einmal von rechts knappkantig ab. Legt das Taschenteil aus dem Volumenvlies jetzt auf die linke Stoffseite des Taschenteils, was ihr eben genäht habt, und näht es rundherum an. Sollte man auf eurem Kunstleder bügeln können, könnt ihr das Ganze auch festbügeln, aber um auf Nummer sicher zu gehen, würde ich hier Nähen empfehlen. Jetzt kümmern wir uns um den Reißverschluss. Schneidet einen 56 cm langes Stück Reißverschluss zu. Legt den Reißverschluss rechts auf eine Reißverschlussbinde aus dem Oberstoff 1. Darauf legt ihr eine Reißverschlussbinde aus dem Futterstoff mit der rechten Stoffseite nach unten. Fixiert die Stofflagen und näht hier den Reißverschluss an. Klappt die Stoffe auf und legt die offene Reißverschlusskante rechts auf die andere Reißverschlussblende aus Oberstoff 1. Darauf legt ihr wie eben die Reißverschlussblende aus Futterstoff, fixiert das Ganze wieder mit Stoffklemmen und näht es wieder zusammen. Klappt die Stoffe auf, bügelt es und steppt den Reißverschluss noch einmal von der rechten Stoffseite links und rechts knappkantig ab. Zieht von jeder Seite des Reißverschlusses einen Reißverschluss auf. So könnt ihr den Reißverschluss dann mit zwei Schiebern öffnen. Legt jetzt das Reißverschlussteil an einer kurzen Kante mit der Futterstoffseite auf die rechte Stoffseite eines Seitenteils aus Futterstoff. Darauf legt ihr ein Seitenteil aus Oberstoff 2, also aus Kunstleder. Näht dann beide Seiten fest, beginnt und endet hier jeweils 1 cm vor den offenen Stoffkanten. Das heißt, näht nicht die komplette Strecke ab. Wiederholt den Schritt auch auf der anderen Seite des Reißverschlussteils. Klappt jetzt die Stofflagen auf
und steppt die Nähte noch einmal knappkantig ab. Beginnt und endet hier auch wieder 1 cm von den jeweiligen Kanten. Als nächstes kümmern wir uns um die Seitentaschen. Falte die beiden Seitentaschen an den äußersten Punkten der schrägen Kanten links auf links. Die rechten Seiten liegen also außen. Stepp die Seitentaschen nun mit einem Abstand von 2 cm parallel zur eben gelegten Bruchkante ab. Schneidet jetzt zwei 12 cm lange Stücke Gummiband zurecht und fädelt die Gummibänder jeweils mit Hilfe einer Sicherheitsnadel durch den eben abgenähten Tunnel der Seitentaschen. Das lose Gummibandende sollte jeweils genau bündig mit der Stoffkante liegen. Das heißt, ihr zieht das Band noch nicht komplett durch. Steppt diese Seite jeweils knappkantig ab und fixiert dabei das Gummiband. Zieht jetzt das andere Ende des Gummibandes durch den Tunnelzug und rafft dabei den Stoff. Fixiert das Gummiband etwas hinter der offenen Kante, damit es euch nicht wieder nach innen rutscht. Das wäre jetzt ungünstig. Entfernt die Sicherheitsnadel und näht auch das zweite Gummibandende bündig mit der Kante der Seitentasche ab. Wiederholt den Schritt dann für die zweite Seitentasche. Fixiert die Seitentasche mit Klemmen auf den Seitenteilen aus Oberstoff 2, also aus Kunstleder, die ihr eben an den Reißverschluss angenäht habt. Die gerafften Kanten zeigen dabei Richtung Reißverschluss. Näht die Seitentaschen knappkantig an den Seiten und der unteren Kante jeweils an. Achtet dabei unbedingt darauf, dass ihr die Seitenteile aus Futterstoff nicht mitfasst. Jetzt kümmern wir uns um die Applikation. Bügelt einen Rest Flisofix auf einen Rest Futterstoff und übertragt euch die Eulenapplikation aus dem Schnittmuster. Das ist Schnittmuster Teil I. Schneidet die Eulenapplikation zu. Entfernt dann das Trägerpapier, schnappt euch das untere Außentaschenteil aus Oberstoff 1 und bügelt dann hier die Applikation mittig zwischen Ober- und Unterkante und mindestens 5 cm von den schmalen Kanten entfernt auf. Übertragt euch das Gesicht der Eule mit einem wasserlöslichen Trickmarker oder Schneiderkreide von der Vorlage auf den Stoff. Stickt das Gesicht mit der Nähmaschine oder von Hand nach. Hierfür nutze ich einen ganz engen und schmalen Zickzackstich. Dabei könnt ihr eurer Fantasie aber auch freien Lauf lassen. Steppt auch die gesamte Form der Eule nochmal ringsherum fest, damit hier wirklich alles gut sitzt. Schneidet jetzt ein 28 cm langes Stück Reißverschluss zu und legt ihn rechts auf die obere Kante der unteren Außentasche aus Oberstoff 1. Darauf legt ihr das untere Außentaschenteil aus Futterstoff. Fixiert die Lagen und näht sie zusammen. Klappt die Stoffe anschließend auf und steppt die Naht noch einmal von rechts knappkantig ab. Legt jetzt die offene Reißverschlusskante rechts auf die untere Kante der oberen Außentasche aus Oberstoff 1. Darauf legt ihr mit der rechten Stoffseite nach oben die obere Außentasche aus Futterstoff. Fixiert die Lagen und näht sie zusammen. Klappt jetzt die obere Außentasche nach unten über den Reißverschluss und an der Markierung wieder nach oben. Falzt die Umbruchkante mit den Fingern nach und näht sie von der rechten Stoffseite aus an der oberen Seite des Reißverschlusses an. Zieht jetzt einen Reißverschlussschieber auf. Legt als nächstes die ausgesparten Ecken im Oberstoff und im Futterstoff jeweils rechts aufeinander und näht sie dann ab. Klappt die beiden Stofflagen wieder aufeinander und legt rundherum Schrägband um die offenen Kanten der Außentasche. Fixiert es mit Klemmen und näht es an. Platziert die Außentasche dann mittig auf der vorderen Blende aus dem Kunstleder und fixiert sie mit Stecknadeln. Achtet dabei darauf, dass die Ecken rechtwinklig werden und ihr die Tasche nicht zu weit auseinanderzieht. Näht die Außentasche dann knappkantig am Schrägband auf die Blende, also auf das Kunstleder auf. So, kommen wir zum Namensschild oder zum Nametag. Fixiert das Schnittteil aus SnapHab auf dem Schnitter aus der PVC-Folie und näht die beiden Teile an einer kurzen Seite zusammen. Platziert dann das Namensschild auf der rechten Stoffseite des Taschenteils mit Außentasche im oberen Bereich und näht es knappkantig an den beiden langen Kanten und an der kurzen Kante, die zuvor nicht angenäht wurde, an.
Legt jetzt den Boden aus Kunstleder rechts auf rechts an die untere Kante des Taschenteils mit Außentasche an und näht ihn an. Beginnt und endet die Naht jeweils 1 cm vor den Seitenkanten. Näht den Boden aus Futterstoff und das Taschenteil aus Futterstoff ohne Polsterung genauso zusammen. Näht danach die beiden Bodenteile jeweils an den entsprechenden gepolsterten Taschenteilen, also den Rückseiten, an. Dafür legt ihr die Teile wieder rechts auf rechts aufeinander und näht sie ab. Das Ganze einmal für die Oberstoffe und einmal für die Futterstoffe. Legt jetzt alle Gurtbandteile des Rucksacks nach innen und fixiert sie dort mit Klemmen, damit sie euch gleich nicht unter die Nähmaschine rutschen. Fixiert jetzt das Reißverschlussteil und die Seitenteile aus den Oberstoffen jeweils rechts und rechts auf den gepolsterten Taschenteil aus Oberstoff. Öffnet dann den Reißverschluss an der Oberseite des Rucksacks. Näht die Teile dann zusammen und achtet dabei darauf, dass ihr das Futter nicht mitfasst, und beginnt und endet die Naht jeweils wieder 1 cm vor dem Boden. Fixiert jetzt das andere Taschenteil aus Oberstoff, also das, was noch nicht am Reißverschluss angebracht ist, rechts auf rechts an der offenen Kante des Reißverschlussteils und näht auch diese zusammen. Steckt jetzt das Bodenteil rechts auf rechts an den kurzen Kanten der Seitenteile fest und näht sie hier an. Legt jetzt den Rucksack so, dass die Polsterung am Oberstoff oben liegt. Schlingt die oben liegende offene Kante des Futterstoffs von Seiten und Oberteil, also vom Reißverschlussteil, nach unten und fixiert sie rechts auf rechts am Taschenteil aus Futterstoff mit Polsterung. Näht die Teile zusammen. Beginnt und endet die Naht wieder jeweils 1 cm vor dem Boden und lasst eine 20 cm lange Wendeöffnung. Wendet den Rucksack dann durch den Boden. Klappt das andere Taschenteil aus Futterstoff rechts auf rechts auf die offene Ober- und Seitenkante, also den Reißverschlussteil, und näht auch hier wie vorher alles wieder zusammen. Näht jetzt das Bodenteil aus Futterstoff am Futterrucksack an. Wendet dann den Rucksack durch die Wendeöffnung. Und näht die Wendeöffnung knappkantig zu, per Hand oder mit der Maschine. So, fast geschafft. Fädelt jetzt auf die offenen Gurtbandenden jeweils einen Taschenschieber auf. Zieht dann die Gurtbandenden jeweils durch den Taschenschieber der Schulterriemen und dann erneut durch den Taschenschieber am Gurtband. Schlagt die Gurtbandenden doppelt um und näht sie hier nochmal fest. So, und dann habt ihr es geschafft und ihr seid fertig. So, und dann ist der Rucksack fertig. Ich finde ihn ja wirklich so, so niedlich. Ich bin total verliebt und ich würde ihn am liebsten selber tragen, wenn ich noch ein Kind wäre. Oh mein Gott, das ist ja mein absoluter Lieblingsrucksack. Ich habe ihn nochmal aufgesetzt, aber es sieht einfach albern aus bei mir. Schreibt mir in die Kommentare, wie euch der Rucksack gefällt. Hier geht es auch in den nächsten Videos weiter mit weiteren Anleitungen aus dem DIY-Eule-Buch. Da kommen noch richtig, richtig coole Taschen und ich bin so gespannt, was ihr sagt. Bis jetzt war euer Feedback wirklich mega. Ich freue mich über eure Unterstützung, über euren Zuspruch. Ihr liebt auch bis jetzt alle Taschen, die ich gezeigt habe. Auf Instagram habe ich schon ganz, ganz viele Taschen gezeigt, aber auch auf dem Blog. Das heißt, schaut da unbedingt vorbei, denn es gibt zu jeder Tasche eigentlich einen eigenen Blogbeitrag, der euch das auf Pinterest merken könnt. Und da ist immer das komplette Material verlinkt. Das heißt, schaut da unbedingt vorbei und ihr seht schon ganz, ganz viele Taschen. Und ja, ich freue mich, dass das so, so gut angenommen wird von euch und dass ihr das Buch so feiert und genauso toll findet wie ich. Wie gesagt, nutzt den Hashtag DIY-Eule-Buch, wenn ihr was aus dem Buch nachnäht, und den jeweiligen Hashtag der Tasche. Ich bin mega gespannt auf eure Kreation, vor allen Dingen auch auf Hashtag Kinderrucksack Kami, aber auch auf die ganzen anderen Hashtags. Deswegen nutzt die Hashtags, folgt den Hashtags und ich freue mich.
Dann wünsche ich euch noch eine ganz, ganz kreative Zeit und wir sehen uns ganz bald wieder mit der nächsten Anleitung. Tschüss!